So, meine Lieben, willkommen auf meinem Kanal. Einige von euch werden mich eventuell noch kennen. Hallo, ich melde mich jetzt mal aus meiner YouTube-Pause oder aus meiner beendeten YouTube-Karriere, nennt es wie ihr wollt, zurück. Ich wollte gerade, ehrlich gesagt, das Get to the Games-Intro einsprechen hier, aber nun ja. wir haben Probleme momentan, so community-technisch. Und zwar ist vor einiger Zeit Pokémon Schwert und Schild gedroppt. Und ich war, oder, ja okay, wir fangen mal ganz vorne an. Ich war wirklich sehr begeistert von der Grafik und dem, was gezeigt wurde bisher. Ich fand die Stadt-Pokémon ziemlich cool. Ich finde die Idee, das Ganze in einer Region ähnlich von, also mit der Ähnlichkeit von England angesiedelt spielen zu lassen, ziemlich interessant, weil gerade auch Carlos mir ziemlich gut gefiel mit Gen 6. Und ja, wir hatten jetzt vor kurzem die Pokémon Direct mit neuen Pokémon, die alle ziemlich cool aussehen, mit neuen Spielszenen, okay. Einige Designentscheidungen verstehe ich nicht so ganz, weil sie echt ziemlich langweilig für mich wirken bis jetzt. Und ja, was kam dabei rum? Wir haben das neue Kampfsystem oder das neue Kampffeature Dynamax gesehen. Okay. Wenn die Pokémon wachsen, 3 Runden lang über sich hinaus, werden halt richtig fett groß. Bekommen neue Attacken, werden stärker, werden schneller wahrscheinlich auch. Also werden allgemein statusmäßig richtig krass aufgeboostet. Und dafür fliegen Mega-Evolutionen und Z-Moves raus. Wie ich das finde? Naja. Ich finde es bis jetzt, naja. Sowohl bei Megas als auch bei Z-Moves hat man gemerkt, dass es einfach Kampfmechaniken geworden sind oder wurden, die darauf ausgelegt sind, um richtig krasse Matches vielleicht nochmal rumreißen zu können. Und genauso wird das bei Dynamax laufen. Ich schätze mal, dass Dynamax ebenfalls so eine Kampfmechanik werden soll, wo du einfach dein Pokémon wachsen lässt und eine Wall, die dich halt wirklich fast wie gegen eine Steinwand rennen lässt, einfach wegnietest, damit du halt in dem Kampf weiterkommst. Sei es drum, man muss es nicht gut finden. Ich finde es zum Beispiel langweiliger als Megas. Also ich fand Megas viel angenehmer, viel cooler, gerade weil die Pokémon, die wir alle kennen und mögen, oder die meisten, die wir mögen, ein neues Design kriegen und uns vielleicht wieder ins Auge fallen. Ich nehme einfach mal Bibo und Taubos als Beispiel. Und wenn diese Mega-Evolutionen jetzt wegfallen, Taubos, Banee, Bibo, Kamurupt, es gab so viele schlechte Pokémon damals in Generationen, die durch die Mega-Evolution einfach viel besser geworden sind, die viel ansprechender geworden sind und die man auch viel öfters gespielt hat als ihre Grundform. Ganz einfach, weil sie bessere Fähigkeiten bekommen haben, weil sie bessere Stats bekommen haben. Wir denken bloß mal an Bibo, was das für ein Powerhouse geworden ist. Und ja, ich denke mal, dass diese Pokémon wieder in der Versenkung verschwinden werden, wenn Generation 8 kommt. Wenn sie überhaupt in Generation 8 dabei sind. Da kommen wir gleich zum nächsten Thema und ich habe mir echt viel auf Twitter durchgelesen, ich habe mir viele Videos angeguckt und ich muss jetzt echt mal was sagen, und zwar, es ist egal, was ihr von der Meinung habt, ob ihr das gut findet, dass es momentan, ich sage es wirklich bewusst, momentan nur den nationalen Pokédex geben wird, also den Galar-Pokédex mit Pokémon, die es bloß in der Region zu finden gibt. Ob ihr das mögt oder nicht, das ist eure Sache. Also ich kann es verstehen, wenn ihr sagt, okay, ich will das entschlackt haben, ich will keine 1000 Pokémon haben, ich will das auf 500 runtergebrochen haben. Das wäre, ich habe mir das echt mal überlegt, das wäre halt genauso wie Gen 4 Meta, Diamant, Perl, Platin. Hard Gold zu Silver habe ich damals CP angefangen und es waren halt um die 500 Pokémon. Was mich an der ganzen Sache bloß ziemlich bitter aufstößen lässt. Es kann halt nicht sein, dass man so tut, als die Hälfte der Pokémon ist weg und es ist so, als hätte es die andere Hälfte nie gegeben. Und das ist halt so die Sache, hey, wenn ich die Pokémon habe, möchte ich sie doch auch gerne einsetzen. Ich meine, Nintendo begründet das mit Zeit. Okay, sehe ich ein. Zeittechnisch haben sie sich da wirklich was richtig krasses aufgebundelt. Schwert und Schild sieht sehr gut aus, die ganze Naturzone sieht, oder die Idee hinter den Naturzonen sieht sehr weitläufig aus. Du hast eine paradigmatische Kamera, die ganze Umgebung mit den Pokémon, die da wild rumrennen, richtig gut. Sag ich eigentlich nicht, alles nichts dagegen. Aber wenn sie merken, dass sie da zeittechnisch so hinterherhinken oder dass es vielleicht doch ein bisschen zu viel wird, hätte man dann nicht vielleicht Pokémon Let's Go Pikachu und irgendwie einstampfen können und sagen können, okay, wir wollen den Fans die Edition geben, die sie verdienen, die Edition liefern, auf die sie sich jetzt schon seit den letzten DS-Spielen gefreut haben, mit guter Grafik, mit ihren Lieblings-Pokémon drin,
musste dann Let's Go Pikachu und Evoli sein. Immer finanziellen Sache, ja. Also sie haben auf jeden Fall damit ordentlich Cash gemacht. Du hast die ganzen Let's Go-Leute, du hast die ganzen Casual-Leute, die es gespielt haben, du hast die ganzen Gen 1-Fanboys und Girls, die sich das Ding geholt haben. Es war kein schlechtes Spiel, ganz und gar nicht, aber es war auch kein Spiel, was eine Motivation hatte, das lange zu spielen. Also hat auch auf Twitch Also ich nehme immer Twitch ziemlich gern als Aussagepunkt, wie gut ein Spiel ankommt. Und wenn du halt teilweise siehst, dass nach 3-4 Monaten das Pokémon-Spiel auf Twitch schon in der Versenkung verschwindet, dann war es kein gutes Pokémon-Spiel, meiner Meinung nach. Jetzt mal abgesehen von Spin-Offs. Aber wenn wir einfach mal gucken, wie lange sich Pokémon Sonne und Mond und Ultra Sonne und Mond gehalten haben mit den Zuschauern. Und Let's Go kam 3 Monate später, war es halt einfach weg. Es war in meinen Augen kein gutes Pokémon-Spiel. Es war ein gutes Spin-Off in dem Sinne. Aber wirklich so eine Hauptedition konnte es einfach nicht das Wasser reichen. Und da frage ich mich wiederum, warum hat man die Ressourcen, die man dafür reingesteckt hat, nicht einfach genommen und gesagt, okay, pass auf, wir bringen dieses Jahr kein Pokémon-Spiel raus. Wir geben euch wirklich nächstes Jahr mit Schwert und Schild die Spiele, die ihr verdient. Und macht es dann halt auf diese Entscheidung und sagt dann so im Treehouse danach, nach der Nintendo Direct. Übrigens, Leute, ihr könnt halt nur Pokémon rüber tauschen, die es auch im Galar-Pokédex gibt. Wo ich mir so gedacht habe, wollte mich eigentlich verarschen, was ist denn halt die Berechtigung, dass ihr sagt, welche Pokémon da drin sein dürfen und welche nicht? Und dann kommt, oder dann liest du halt in Interviews, ja, die haben das zum einen aus zeitlichen Gründen gemacht, kann ich wie gesagt nachvollziehen, so eine Pokémon-Edition ist halt echt ein Ding, was du bestimmen musst als Entwicklerstudio. Weil ich mir aber auch denke, wenn es zu viel Arbeit ist, warum expandiert man dann nicht und holt sich neue Entwickler rein, wenn sie wissen, dass sie damit ein großes Ding bauen wollen. Unverständlich, sehr, sehr unverständlich für mich. Und Game Freak hat Kohle, also Pokémon ist eines der größten Franchises weltweit, nur mal so nebenbei, also die haben Kohle, um zu expandieren, so ist es nicht. Ja, warum bringt man dann die Entscheidung, ja, ihr dürft halt bloß Pokémon übertragen, die es auch im Galar-Pokédex gibt und alles andere geht nicht. Ist designtechnisch sehr, sehr schwierig für mich, gerade wenn dann noch die Begründung kommt, wir machen das aus Balancing-Gründen. Und André dann so nachdenkt und denkt sich so, Bro, ihr habt aus Balancing-Gründen wahrscheinlich auch vor 2 Generationen Mega Rayquaza gebracht. Kann ich einsehen, ja, aus Balancing-Gründen Mega Mewtwo X und Y und aus Balancing-Gründen wahrscheinlich auch letzte Gen dann Ultra Necrozma, weil andere Pokémon einfach viel zu stark gewesen sind. Läuft bei euch. Also Balancing-Gründe nehme ich Nintendo und Game Freak halt absolut null ab, denn die juckt das Competitive nicht, bis auf ihre VGC. Und da gab es schon immer die Restriktion, wer es nicht kennt, dass du in den ersten VGCs nach Release von einem Pokémon-Spiel nur den regionalen Pokédex nutzen konntest. Also konntest du in Alola nur Alola-Pokémon nutzen und Pokémon, die im Alola-Pokédex drin sind. Und das sehe ich ein. Okay, wenn sie das für ihre VGC-Battles und Turniere machen, okay, sollen sie machen, sage ich nichts dagegen, ist ihre Sache. Aber dass dann noch sozusagen, ihr könnt die Pokémon nicht übertragen und wir haben das designtechnisch so gemacht, ist halt, wie ich finde, der absolut falsche Weg von einem Spiel, was sich auf ihre, was das Grundkonzept von Pokémon ist, einfach, du kannst ja aus 1000, ich denke mal, es werden jetzt 1000 werden, aus 1000 Pokémon deine 6 Pokémon zusammenbauen, mit denen du durch die Story rennst, mit denen du züchtest, Shiny Huntest und vor allen Dingen mit denen du kämpfst. Und warum muss ich mir von Game Freak sagen lassen, dass ich diese Pokémon nicht nutzen darf, weil sie nicht implementieren konnten? Macht für mich nicht viel Sinn. Zu den ganzen Zeitaufwandsgedöns nochmal. Ich möchte nicht böse klingen, aber wir bekommen seit Gen 6 die gleichen 3D-Models von Pokémon. Ich dachte gar, das ist sogar schon seit Pokémon Stadium das gleiche Model, immer so fliegend. Ja, einfach bloß neue Texturen drüber ballern, wäre nicht das Problem gewesen. Wir denken bloß mal an den Citra-Emulator, der das Ganze schon in ziemlich guten HD gezeigt hat, gerade so bei Steve's Super Funtime. Kann ich euch den Battles empfehlen, sehen alle verdammt gut aus, sind auch mit dem Citra-Emulator gefilmt, nenne ich es einfach mal. Und ja, also entweder hat sich da Nintendo oder Game Freak zeittechnisch ziemlich verkalkuliert, vielleicht ist es Faulheit, ich weiß nicht, ich nehme ihnen auf jeden Fall nicht diesen Spruch ab, von wegen, wir wollen das machen aus Balancing-Gründen. Denn Balancing hat Pokémon einfach noch nie interessiert. Das haben immer wir Spieler gemacht. Smogon, verschiedene Foren haben immer
die Pokémon gebalanced und in verschiedene Tiers eingeteilt, wer es nicht weiß. Und das hat nichts mit Nintendo zu tun oder mit Game Freak. Das haben einfach wir Spieler gemacht, weil es uns einfach zu dumm ist, wenn uns Game Freak halt 100 Monster hinschmeißt und sagt, hier, spielt damit. Und die haben alle unterschiedliche Stats und sind alle unterschiedlich stark oder unterschiedlich gut. Ja, muss halt so eine Einteilung kommen. Ist auch das Sinnvollste, wie ich finde. Pokémon-Tiers sind mit die sinnvollste Entscheidung gewesen, die es damals gegeben hat. Und man kann jetzt sagen, okay, ich mag dieses Entschlackte, ich mag keine 1000 Pokémon haben, das ist mir zu viel. Ja, das ist eine Meinung, die man haben kann. Ich habe die Meinung nicht. Ich bin hinter den Leuten, die sagen, okay, das kann nicht sein. Ich hätte gerne meine Pokémon übertragen. Ich möchte nicht, dass meine Pokémon sinnlos im Pokémon Home rumgammeln, weil wozu brauche ich Pokémon Home, wenn ich mir eh bloß die Pokémon übertragen kann und nicht darauf fangen kann? Das ist doch total sinnlos. Ich will doch Pokémon Home, damit ich alle Pokémon, die ich habe, aus allen Spielen, kann man jetzt machen, darauf holen kann und mir in mein Pokémon Schwert und Schild übertragen kann. Das ist doch der Sinn von Pokémon Home. Oder habe ich das falsch verstanden? Es soll eine Sammlung aller deiner Pokémon sein und du kannst sie dann in dein neues Spiel übertragen. Aber was nutzt es mir denn, wenn jetzt Nintendo sagt, okay, ja, André, das ist ja schön und gut, aber leider kannst du metergroß in Pokémon Schwert und Schild nicht spielen. Leider kannst du, was haben wir bis jetzt noch nicht gesehen? Leider kannst du Taido in Schwert und Schild nicht spielen. Und ich denke mir so, aber ich möchte gerne metergroßen Taido spielen, weil sie meine Lieblings-Pokémon sind. Es ist eine schwierige Sache. Ich finde es absolut unverständlich für Game Freak, was sie da gebaut haben oder was sie da machen wollen. Ich habe es auch schon gemerkt, dass sie zurückrudern und ich muss auch sagen, man darf sich als Fan nicht alles gefallen lassen. Also die Leute, die rumheulen und sagen, sei doch mal dankbar, dass ihr die Pokémon-Spiele kriegt. Was habe ich noch gelesen? Ja, man muss den Leuten seine Lieblingsspielsachen wegnehmen, damit sie erstmal andere Sachen zu schätzen lernen. Kann ich einfach bloß sagen, da war ich so eine Scheiße. Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Die Spieleentwickler müssen in der heutigen Zeit ihre Fans berücksichtigen. Sie sollen nicht permanent auf ihre Fans hören, sehe ich komplett genauso. Also gerade, wir nehmen jetzt mal das Beispiel, Robert Pattinson ist der neue Batman, Petition und hast du nicht gesehen. Ist jetzt zwar nicht spielebranchenmäßig, aber okay, dass sie das halt die Entscheidung drauf haben, ist halt ihre Sache. Ob die Filme gut werden oder nicht, ist dann Publikumsentscheidung. Aber genauso kann sich auch Game Freak in den Nesseln setzen, wenn sie wirklich diese Entscheidung durchziehen. Und wir haben jetzt sehr, sehr viele Leute, die dagegen sind, dass die Pokémon so begrenzt und restriktiert werden. Ist das ein Wort? Ich hoffe, ja. Und sie dadurch Einbußen machen in ihren Spielen, spätestens dann werden sie zurückrudern und merken, dass man die Fans berücksichtigen muss. Prominentestes Beispiel ist gerade Mario Maker. Da sind auch viele Fans protestieren gegangen und haben gesagt, hier Leute, passt auf, wir wollen mit unseren Freunden zusammenspielen, ist auch das Sinnvollste. Mario Maker, du kannst bloß online mit Randoms spielen. Mario Maker. Total hirnlos. Und Nintendo rudert zurück und bauen wirklich jetzt einen Online-Modus mit Freunden ein. Und da muss ich sagen, Game Freak, Nintendo, ihr wisst, dass Pokémon ein sehr zugkräftiges Franchise ist. Schreine, Merchandise, Karten, Spiele, etc. pp. Und sie sollten auf ihre Fans hören, auch wenn viele das als Gejammer herabspielen und sagen, ja, seid doch zufrieden mit dem, was ihr kriegt. Ja, ich bin zufrieden mit dem, was ihr kriegt. Ich bin zufrieden mit dem Pokémon-Spielen, Schwert und Schild. Die Grafik sieht gut aus. Die Story wird, denke ich mal, auch ziemlich nice. Es gibt wieder Arenen, das Dynamax, okay. Ich kann mit Dynamax leben, ich werde es wahrscheinlich niemals mögen, so wie Mega-Version. Ich kann damit leben, dass Megas und Z-Steine wechseln. Z-Steine sowieso auch Megas, dass die wechseln. Damit kann ich auch leben, aber ich möchte mir halt nicht vorschreiben lassen. Hey, du kannst halt deine Lieblings-Pokémon nicht nutzen, weil wir sie einfach nicht implementiert haben, sondern warum sagt man nicht gleich zu dieser Pressekonferenz oder zu diesem Nintendo Treehouse-Ding, wir können es erstmal nicht so machen, dass ihr zum Anfang von Pokémon Home eure Pokémon rüberschieben könnt. Wir werden euch das aber updaten bis spätestens Sommer 2020. Warum sagt man das nicht so? Ich meine, ist es so schwer, sich einzugestehen, dass man vielleicht doch ein bisschen zeittechnisch schlecht kalkuliert hat mit der ganzen Sache? Ist das so schwer? Das ist so, Sie haben nicht verstanden, was eine Community für eine Macht hat. Wir gucken uns mal Spiele an wie Fallout 76, wo die Community einfach komplett auf Barrikaden gegangen ist und einfach dieses Spiel tot gehatet hat, weil es nicht gut war.
weil es, so wie es rauskam, einfach nicht gut war. Gucken wir uns Destiny an. Ich habe Destiny selbst gespielt seit Jahren und die Community hat da immer den großen Einfluss gehabt, weil sie einfach sagen, Leute, entwickelt das mal anders, so und so geht's nicht. Das ist einfach zu stark, zu schwach, hast du nicht gesehen. Und Pokémon hat sich darum nie gekümmert. Um Stärken und Schwächen haben die sich nie gekümmert. Aber jetzt, wo wirklich mal alle sagen, okay, es kann nicht sein, dass ihr uns unsere Pokémon nicht übertragen lasst und wegnehmt in dem Sinne, oder die halt auf der Pokémon-Home-Servern gammeln müssen, bis sie mal genommen werden können, muss ich sagen, stehe ich dahinter bei den Protesten. Also stehe ich absolut dahinter. Ich finde es nicht in Ordnung, wie es teilweise abläuft, dass halt Junichi Masuda angetwittert wird und so ein Käse. Ist absolut hirnlos, muss ich euch auch so sagen, wie es ist. Aber ich stehe da komplett dahinter, dass die Leute sagen, ey, das kann nicht sein. Ich kenne zum Beispiel Leute, die haben Event-Pokémon gesammelt seit Gen 3 und ziehen die seit den dritten Gens immer auf ihre neuen Spiele rüber. Na, was soll denn das? Was soll denn das einfach bloß, den Leuten ihre Pokémon wegzunehmen, die sie schon seit Jahren sammeln? Wenn du jetzt mit einem Sumpex aus Pokémon Saphir schon immer gespielt hast, Postgame, und sagst, das ist mein Lieblings-Sumpex und ich habe das schon immer gespielt, ich habe die EVs resettet und neu trainiert und neue Attacken drauf gemacht und sowas. Und das ist dein Lieblings-Sumpex und du willst damit dann das Postgame spielen. Und Sumpex ist halt nicht im Galar-Pokédex drin. Und dann hast du halt Pech gehabt. Das ist halt deine Sache, auch nicht die Sache von Game Freak. Ist, wie ich finde, der größte Schnitzer, den sich Game Freak bis jetzt geleistet hat. In Sachen Pokémon. Also, wir konnten immer über vieles hinwegsehen. Ich sag bloß Kampfplaza. Ist halt einfach. Kampfplaza war lächerlich schlecht. Die ganze Online-Anbindung mit Freundescodes und den ganzen Käse. Konnte man drüber hinwegsehen, DCs und die ganzen Restriktionen bei den letzten Spielen, dass du dann gebannt wurdest, teilweise vor ein paar Tagen, wenn du aus Versehen DC hattest und so ein Käse. Konnte man drüber hinwegsehen, war auch nicht so geil, aber dass man halt schon von vornherein sagt, ihr könnt nicht alle Pokémon, die ihr bis jetzt gefangen habt, übertragen, ist entwicklungstechnisch schon ziemlich fail. Und ich will jetzt nicht jetzt mal bloß rein von der Entwicklung her, habe ich jetzt viel gesagt. Vom CP kann ich sowieso schon sagen, dass wir eh ein neues Meta kriegen. Und ja, ich habe viel rumgeheult gehört, ja, dann sind die starken Pokémon endlich mal nicht mehr da. Und du kannst es halt nicht mehr nehmen. Wenn dir halt Lando nicht gefällt, dann spielst du halt Disco. Alter, das ist doch scheißegal. Dann spiel halt, sei mal kreativ, spiel was anderes als die starken Pokémon. Spiel ein anderes Tier, wenn dir OU nicht gefällt und da muss Pokémon drin sind, die dich abfacken. Wo ist einfach das Scheißproblem? Dass es Pokémon gibt, die gut sind und Pokémon gibt, die schlecht sind. Dafür gibt es die Tiers und es wird sich, wenn die Pokémon nicht mitkommen, wenn jetzt ohne Megas, wenn jetzt einfach mal ohne Megas, wenn jetzt Protalanda das stärkste Pokémon ist, wird sich das sowieso rauskristallisieren. Und es wird sich immer ein starkes Pokémon rauskristallisieren von den Neuen. Es ist halt einfach so. Das ist ein Meta und bei Meta ist es halt immer so, dass sich die Stärken und Schwächen irgendwann offenlegen. Das ist bei Shootern so, da siehst du, welche Waffen die stärksten sind. Das ist bei Beat'em'ups so, da siehst du, welche Kämpfer am meisten Damage machen, welche Kämpfer am besten springen können und da gut performen können etc. pp. Und genauso ist es bei Pokémon auch. Also, wenn du jetzt kein Lando mit rüberziehen kannst, dann wird sich irgendwas anderes rauskristallisieren, was gut ist. Und du wirst dann genauso darüber rumholen. Und wenn du halt kein Kapu Fala und Kapu Riki mitnehmen kannst, dann wird halt irgendwas anderes rauskristallisieren, was Elektro- und Feen-mäßig geil ist. Das ist halt. Du tauschst halt Pest gegen Cholera. Das ist absolut sinnlos, solche Kommentare, weil es wird immer gute Pokémon geben und die werden immer über anderen stehen. Gerade wie es in Gen 4 gewesen ist, mit Garchomp zum Beispiel. Also Knackrack und Latias waren damals richtig krass heftige Pokémon. Und die haben sich halt später auch nach unten einsortieren müssen, wenn ein neues Meta kommt. Und genauso wäre es jetzt, wenn wir alle 800 blablabla Pokémon hätten und die neuen, ich hoffe es sind mehr als 100, kommen dazu, wird sich genauso ein neues Meta rauskristallisieren, schon weil du keine Megas mehr hast, weil du keine Z-Moves mehr hast, das wird alles komplett auf den Kopf gestellt. Und gerade da fände ich es mega interessant, einfach zu sehen, dieses Back to the Roots Pokémon Competitive Gameplay ohne Megas, ohne Z-Moves. Ich hoffe, Dynamax wird von Smogon auch gebannt, ganz ehrlich, ich habe da keinen Bock drauf. Und du hast wirklich Pokémon Competitive, wie ich es damals angefangen habe mit Gen 4, ohne irgendwelche Schnickschnack, sondern einfach bloß deine Items, deine Pokémon und dann gib ihm. Und du hast nicht mehr die Option, groß Sachen rumzureißen, sondern du musst halt wirklich ein bisschen taktischer denken. Ich fand Pokémon Competitive in Gen 4 und 5 eigentlich doch schon ziemlich cool ohne Megas. Ich liebe Megas, also Megas sind das Beste gewesen an Gen 6, was es geben konnte. Und ich fände es aber nicht schlecht, wenn sie das Ganze so ein bisschen runterbrechen auf diese Grundwerte. Du hast dein normales Meter groß und nicht Megameter groß.
Allerdings werden wir da natürlich auch sehen, dass Sachen wie Bisaflor oder Gulrak massiv abstürzen werden, genauso wie Bibo. Niemand wird dann mehr das normale Bibo spielen. Oder nur noch selten, weil ja, Mega Bibo ist halt schon 10-mal geiler als das normale. Und ja, also ich finde, die Sachen, wenn Leute sagen, ich will es gerne reduzierter haben, okay, sehe ich ein, man muss vielleicht keine 1000 Pokémon haben. Ist nicht meine Meinung, ist absolut nicht meine Meinung. Wenn es die Pokémon gibt, möchte ich sie auch im Spiel haben. Es kann nicht einfach sein, dass man macht und auf einmal sind die Hälfte der Pokémon verschwunden, als hätte sie nie gegeben. Das ist halt einfach so, wenn es euch zu viel wird, dann hört auf mit der Generation, ganz einfach. Und was ich echt noch sehen will, sie haben das ja auch zeittechnisch und größentechnisch so erklärt, dass es halt sehr, sehr viel Aufwand ist und dass sie halt diese High-Quality-Animation noch mit machen wollen in den Spielen, die ich bis jetzt noch nicht gesehen habe. Was ich dann sehen möchte, ist, dass die Gamecard von Pokémon Schwert und Schild nichts anderes als eine 32 GB Gamecard ist, wie es bei The Witcher 3 sein wird. Wer es nicht weiß, es gibt auf diesen Switch Gamecard, ich habe es sofort erklärt, doch. Switch Gamecards gibt es halt in verschiedenen Größen, ne? Und da gibt es halt wie bei Speicherkarten Größen von, ich dachte, 8 GB, 16 GB und 32 GB. Und ich glaube, hier steht es gar nicht drauf auf den Gamecards, wie viel da drauf passt. Ne, hier steht nicht drauf. Tresor. Und 32 GB ist tatsächlich gerade die größte Speicherkartengröße von der Switch. Und wenn es wirklich doch so High-Quality-Texturen und Bewegungen sind, Animationen sind, dann hätte ich das doch schon gerne auf so einen großen 32 GB Switch Gamecard, weil dann müsste ja der Platz komplett ausgeschöpft sein, schon von den ganzen normalen Pokémon, die sie jetzt da reinlassen, plus die neuen Galar-Pokémon. Also, ja, wenn das keine 32 GB Karte ist, dann wird es wahrscheinlich doch bloß zeitlich und ja, zeitlich halt an den Gründen gelegen haben, warum die ganzen Pokémon nicht mit drin sind. Wir werden es sehen, am 29. und 30. Juni ist in Japan die World Hobby Fair Summer 2019, wo es dann neue Informationen zu Pokémon Schwert und Schild geben wird. Ich werde mich natürlich weiter informieren, ich werde mich auf den Laufenden halten, was das sein wird. Sie haben ja schon nach der E3, nach dem Treehouse ziemlich zurückgerudert, dass sie eventuell nochmal drüber nachdenken über die Entscheidung. Ich würde es mir wünschen. Sie haben gemerkt, dass sie eine Community haben, die laut sein kann und dass sich die Community nicht alles gefallen lässt. Das finde ich sehr, sehr gut. Eine Community muss sich nicht von ihren Spieleentwicklern alles gefallen lassen, denn am Ende sind wir die Leute, die den Scheiß kaufen und wir haben da auch ein gewisses Mitspracherecht in der Entwicklung. Jetzt nicht ein krasses, aber solche krassen Entscheidungen kann man doch schon mal ankreiden. Und ich finde, wir sind einfach sehr, sehr lange ziemlich ruhig geblieben und waren zufrieden mit dem, was wir gekriegt haben. Also, wir haben uns zwar über den Kampfblaser aufgeregt und sowas, aber haben ihn dann doch akzeptiert irgendwann. Das ist halt dazugehört, über diese Bannwelle, wenn du mal einen Disconnect hattest, etc. pp. Wir haben es akzeptiert, aber irgendwann ist leider auch noch gut. Und ich habe schon gesagt, man hat bei anderen Spielen auch gesehen, dass eine Community doch schon ziemlich viel Macht hat in dem Sinne und sagen kann, okay Leute, so geht's einfach nicht, was ihr hier bastelt, ihr müsst da ein bisschen was dran ändern. Und ich hoffe, dass Game Freak das merkt und vielleicht nicht immer ja, 2 Schritte nach vorn geht und 15 zurück, denn das ist es bloß für mich. Sie haben es eigentlich mit allen immer hingekriegt, die nächste Generation zu verschlimmbessern, sage ich einfach mal, keine Kampfzone mehr. Ich hoffe einfach, dass sie den Bogen kriegen, dass sie den Ding geraden Weg verlassen und vielleicht mal ein bisschen umdenken mit ihren Entwicklungsmaßnahmen, da vielleicht doch wirklich mal expandieren, keine Ahnung, ich fände es auf jeden Fall ziemlich gut, denn es werden immer mehr Pokémon und ich möchte bitte auch meine Pokémon alle übertragen können, wenn eine neue Generation rauskommt, das ist der Sinn eigentlich davon, das ging seit Gen 3 und ja, warum jetzt damit offen, das wäre total dumm, also wäre wirklich die dümmste Entscheidung, die man machen kann. Und ich denke mal, dass es auch viele Fans abstrafen wird. Ich werde mir das Ganze auf alle Fälle angucken. Ich bin dabei, mir wirklich beide Spiele zu kaufen, also Pokémon Schwert und Schild, beide in diesem komischen Steelbook, in diesem Gold-Steelbook. Allerdings, wenn ich wirklich merken sollte, dass sie das machen und durchziehen, dass Pokémon Schwert und Schild wirklich die übertragbaren Pokémon so eingegrenzt werden, dann werde ich eventuell mir über eins bis gar keins holen, denn da hat für mich das Competitive auch so ziemlich seinen Reiz verloren. Nicht, weil das Ganze eingegrenzt ist und ich mich dann auf diese eingegrenzten Pokémon
beschränken müsste. Darum geht's gar nicht. Das wäre mir sogar noch relativ egal. Aber es ist halt so, du kannst halt nicht die ganzen Sachen eingrenzen und dann so tun, als gäbe es die restlichen Pokémon nicht. Und das ist halt das, was mir dann sauer aufstößt. Wenn ich jetzt merke, okay, in der ganzen Region gibt es halt coole Pokémon, das Ganze wird dann langsam eingetiert und du da einfach so denkst, hey, cool, im OU, der würde ja das jetzt ziemlich geil werden, weil das countert das halt komplett. Also Pokémon X countert halt Pokémon Y jetzt gerade komplett, aber das geht halt nicht, weil du kannst halt nicht übertragen. Und deswegen so diese ganze Balancing-Geschichte, oh mein Gott, nehme ich Game Freak einfach nicht ab, gerade in Bezug auf Mega Rayquaza und Altonic Crossma, wenn das Balancing ist, dann ist man auch schon hin wäre. Also tut mir einfach leid, das geht halt einfach gar nicht, das da so vor den Riegel zu schieben oder vor die ganze Diskussion zu schieben. Und ich bin gespannt, was dabei rumkommt. Ja, es wird wahrscheinlich das eins der letzten Videos auf dem Kanal werden. Vielleicht nochmal, wenn sie das doch nicht canceln, dass ich mich dann noch vorfrage, aber ich wurde viel gefragt, was ich davon halte. Ich habe viel im Stream abgerantet, nennt man es ja, darüber und habe meinen Unmut darüber preisgetan. Ich würde natürlich nie irgendjemanden antwittern von den ganzen hohen Leuten, aber ich finde es gut, dass die Fans laut werden. Protestiert ruhig dagegen, macht es auch bitte gesittet, also ihr müsst niemanden für seine Meinung beleidigen. Ich finde es halt, ist Meinung ist Meinung, wenn ich die Meinung nicht teile, dann ist das halt so. Ich sehe das halt aus Competitive-Sicht und die anderen, die das vielleicht nicht ganz so krass stört, sind halt vielleicht eher so doch die Casual-Spieler. Aber ich würde gerne wieder anfangen, Competitive zu spielen nach 3 Jahren Sonne und Mond und 1 Jahr Pause. Habe ich schon wieder Bock, jetzt nicht auf YouTube, aber auf Twitch gerade wieder Wolf-Battles zu machen und wäre schade drum, wenn sie die neue Edition so verhunzen, denn ich hoffe mir da viel davon. Jetzt habe ich euch wahrscheinlich fast eine halbe Stunde eure Zeit gestohlen, es tut mir leid. Ich hoffe, ihr konntet es ertragen, mein Gesicht so lange zu sehen. Und ja, schreibt auch meine in die Kommentare. Ich bin natürlich nicht zurück auf YouTube, ich bleibe auf Twitch. Also ich denke, ich werde schon mal anfangen, wenn ich YouTube-Videos mache. Wenn ich Bock habe, vielleicht, aber ich auch nicht. Und ja, schreibt auch meine in die Kommentare, was ihr davon haltet von dieser ganzen Aktion. Und ich würde sagen, ich mache mir jetzt Energy auf, es ist kurz nach 12 und ja, es wird jetzt noch ein bisschen viel Arbeit, das Ding hochladen. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, eventuell. Bis dahin, haut rein und ciao.